Hallo und herzlich willkommen zurück zu, genau richtig, Mario Kart 8 Deluxe. Das ist dieses fantastische Spiel. Wir spielen das natürlich weiter. Wir sind momentan gut dabei. Wir fahren heute mit Toadette. Und wir fahren heute mit diesem Auto hier, dann mit diesem Reifen hier und natürlich mit dem Peach-Gleiter. Also eine interessante Kombo, tendenziell relativ langsam. Aber wir haben schon einmal gelernt, nicht langsam heißt nicht, also langsam heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Also von daher, wir gucken mal, in welche Runde wir kommen. Los geht's. Ja, wir sind alle begeistert. Ey, komm! Ist das so ein Community-Abend? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 6 sind genau die gleichen. Ja, guck. Und wenn man sich mal die Punkte anguckt, ich bin hier falsch. Ach du Heilige. Okay, ich bin hier falsch. Gucken wir mal, was passiert. Wie heftig die jetzt da vorne abgehen. Das müssen Bots sein oder sowas. Das ist... Ay, caramba. Oder ist das so eine Clan-Geschichte? Ihr wisst das. Manchmal ist das ja so, dass da... Also die fahren alle mit Mi und... Aber wenigstens fahren die mit Mi. Also so ist es nicht. Man kann dir nicht vorwerfen, dass sie hier... Aber... Ey! Gibt es sowas? Gibt es sowas, dass du theoretisch, also, automatisiert fahren kannst? Das heißt also, dass irgendwer, irgend so ein Bot dann für dich fährt? Ich glaub schon. Ich kann mir nicht vorstellen. Andersrum, Waluigi vor Waluigi. Also auch da, diese ganzen komischen... Bots sind jetzt auch nicht so das Dollste anscheinend. Aber das ist doch mal auch ein Erlebnis. Das ist so ein Punkt, wo man dann später zurückschaut. Das ist so ein Ding, wo du dann an Abschluss sagst, so von wegen, oh, kannst du dich noch dran erinnern, wo wir 6 gleiche Charaktere hatten und die sind einfach nur alle mit demselben Auto gefahren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber... Nein, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir werden Zehnter. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Wir werden Zehnter. Aber einen haben wir zumindest überholt. Ach. Du Heilige. Also, auch noch nie sowas miterlebt. Aber zumindest heute können wir das miterleben. Und es ist eine sehr merkwürdige Runde. Aber hey, andersrum, also schon ein bisschen Werbung für mich, ne? Vielleicht wird das tatsächlich irgendwo gestreamt. Wer weiß das schon so genau? Oh, das würde mich schon interessieren. Kennt ihr die Person da irgendwie? Also, kennt man die? Großer Streamer-Clan aus Japan. Kennt man das? Ich zumindest nicht. Aber wenn man das mal überlegt, oh Gott, guckt euch mal die Punkte an. Wie gesagt, wir sind da... Na, wir sind doch einfach mal da. Wir sind da. Ach. Vielleicht sind wir tatsächlich in diese Grundgruppe gekommen, weil wir ja eben gegen so einen, gegen einen richtig heftigen Fahrer super gefahren sind. Ja.
Das geht auch schon mal fantastisch los. Das ist da. Das liegt daran, dass du diesen, dass ich den Sprung versaut habe an einem Fall. Aber ja, ich bleib auch in der Runde. Klar, jetzt mag man sagen, so von wegen immer. Also normalerweise solltest du aus so einer Runde rausgehen, wenn du Punkte holen möchtest. Aber ganz ehrlich, das ist ein Erlebnis, das du ja grundsätzlich nicht wieder hast. Irgendwelche wirklich richtigen Pro-Gamer hier anzutreten. Oder Clan-Mitglieder oder was weiß ich. Man wird ja auch nur besser, wenn man gegen gute Fahrer fährt, ne? Das darf man eben auch immer nicht vergessen. Man wird ja nicht automatisch besser, wenn man gegen irgendwen fährt, also gegen irgendwelche Hyopies, die eh eigentlich nie was, aber ja, ui, das natürlich, die sind natürlich eine andere Liga. Und wieder nicht. Okay, dann müssen wir hoffen, dass das darüber schafft. Ja, schafft er! Gerade noch so! Und das nur wegen dem ersten Sturz. Komme ich einfach nicht nach vorne. Die sind einfach heftig schnell. Ah, 5. Klingt super. Also ich muss mich leider ein bisschen sehr konzentrieren. Ja, aber wie gesagt, man fährt nicht alle Tage gegen so welchen Profis. Ey, ich bin gespannt mal darauf, wer dann am Community-Abend dabei ist. Ja, aber eins kann ich euch schon mal spoilern. Die Leute, die dabei sind. Oh, tschüss. War ein Spaß. Das war ein Spaß. Ha! Sie hauen ab! Sie hauen ab, weil sie merken, es gibt da bessere Fahrer wie mich. TMTM-Hashtag. Das ist der TMTM-Hashtag 1495. Könnte jemand sein, der bei Discord ist. Aber guck mal, sie hauen ab. Sie haben gemerkt, da ist ein YouTuber dabei, der gut ist. Ach, du Jemine. Okay, aber man merkt, manchmal muss man Sachen auch aussitzen. Es gibt ja tatsächlich manchmal Sachen so, wo man sie dann einfach aussitzen muss. Auch wenn es einem nicht gefällt. Da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Wir hatten im Februar hatten wir tatsächlich eine Vollgeistrunde. Und ja, das war so eine Geschichte. Normalerweise Community-Abende laufen wir eigentlich oftmals so, dass wir unter uns spielen, ne? Und dann halt ein paar Leute, halt ein paar Zuschauer dann dabei haben. Was ja auch kein großes Ding ist. Guck mal an, jetzt sind hier urplötzlich wirklich deutlich Schwächere dabei. Also die beiden Japaner sind noch immer richtig heftig dabei, aber das ist eine andere Geschichte. Die wir in der Regel alle kennen und uns untereinander kennen und alles drum und dran, aber irgendwie an dem Tag war das nicht so ganz so, wie es sein sollte. Aber wir haben das alles geklärt in der Show, der FTD-Show vom passenden Februar. Das müsste Folge 8 sein. Solltet ihr euch dementsprechend reinhören. Da habe ich mich tatsächlich auch drüber ausgekotzt, wie das dann war. Und es ist ja auch wichtig, dass wir darüber miteinander sprechen, auch wenn die Baluchi hier wieder recht kräftig sind. Aber das ist, worauf ich hinaus möchte, tatsächlich. Ich hatte ja am Anfang auch den Community-Abend, so wie er hier angekündigt ist, ja tatsächlich auch geplant, so dass da wirklich jeder Mann dabei sein kann. Aber nach hinten raus, sagen wir es wie es ist, tatsächlich auch nicht wirklich Feedback gekriegt. Irgendwem von euch, dass derjenige mitmachen möchte oder wie auch immer. Was ja auch in Ordnung ist. Also man muss ja nicht mitmachen, man kann ja auch zuschauen.
Ding ist das, dass ich dann dementsprechend davon ausgehe, dass dann kein Außenstehender dabei sein möchte, was auch in Ordnung ist. Ja, hoffen, dass der Sternbesitzer hier nicht fies ist. Sauber. Wir werden P3. Alles super. Ja, also, zurück zu dem Thema. Also, okay, ich hätte jetzt echt gedacht, dass der eine Waluigi der ist, der auf P11 ist. Also der auf 1, auf 11 und andersrum. Aber anscheinend nicht. So. Also, gegen große Community, gegen große Leute, gegen auch euch da draußen. War anscheinend, ist anscheinend, wie auch immer, war nicht so, ist nicht so, ist okay. Wie gesagt, durch den Abend habe ich gelernt, habe ich gemerkt, es ist sinnvoller, tatsächlich mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch zusammen zu streamen und wie auch immer, wo du mit denen öfter Kontakt hast. Ob nun im Chat öfter Kontakt hast oder halt auch über Spiele, weil du mit denen öfter schon gespielt hast oder wie auch immer und nicht gegen irgendwelche No-Names, die im Endeffekt ein einziges Mal dabei sind, weißt du, ein einziges Mal und dann so gut sind, dass sie dir den, ja, natürlich kannst du jetzt sagen, dass sie dir den Spaß verderben, dass sie so gut sind, aber hey, die Leute sind dann nur ein einziges Mal dabei und kommen dann nie wieder. Können sich nicht mal an dich erinnern, ganz ehrlich, das ist ja auch ein Grund, warum ich tatsächlich bei einigen Streams auch in der Vergangenheit, bei Fall Guys zum Beispiel, in der Regel immer gerne sage, ja, heute nicht, nächstes Mal. Kleiner Spoiler, es ist noch kein zweites Mal wieder da gewesen. Also von daher, ja. Es ist, wie gesagt, kein Geheimnis, aber es ist so. Kein zweites Mal dabei. Ist das jetzt eine gute Sache oder ist es eine schlechte Sache? Sollte man die Leuten dann auch dabei behalten oder eher nicht? Weil ein Community-Abend, ich sehe ja einen Community-Abend so, dass man ja seine Community zusammen, dass die Leute zusammenfinden, die schon ein bisschen öfter was miteinander zu tun gehabt zu haben. Gut. Aber es bringt dir ja nichts, wenn du dass die dann auch einfach nur einmal dabei sind und dann nie wieder. So, die beiden fahren da vorne vor sich hin. Das ist in Ordnung. Finde ich kein Problem. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit. Sollen sie? So. Weil die kriegen ja den blauen Panzer ab. Nicht ich. Genau den. Oh, mit Tröte abgewehrt. Cool. Oder wobei eigentlich nicht cool. Eigentlich doof. Aber naja. Jetzt kommt der dritte. Der sich dann da jetzt so langsam hinrobbt. Aber auch, das sieht man auch schön. Oh, fantastisch. Die arbeiten tatsächlich als Team zusammen. Das ist ein Team. Weil der hat den nach hinten geworfen. Ja, die können es leider. Die drei sind ein Team. Das ist das Problem. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal das Team etwas sprengen können. Und, ja. Freue mich darauf, dass ihr wieder dabei seid. Bei Mario Kart Deluxe. Also, bis zum nächsten Mal und tschüssi.